Guten Tag, im heutigen Video schauen wir uns endlich die ES2 an. Ja, ich habe es endlich geschafft, in Berlin auf Level 35 zu kommen. Das war ein kleiner Krampf, es hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, bei den Deutschen war ich schneller, bin ich schneller vorangekommen irgendwie als bei den Russen. Aber wenn man viel Panzer fährt bei den Russen, ist das dann eigentlich auch kein Problem. Und das Video zur ES1, ich weiß nicht, wer es schon gesehen hat von euch. Das habe ich ja schon gemacht vor nicht allzu langer Zeit. Und die ES2 schaltet man ja direkt 4 Level weiter frei. Deswegen habe ich mich da jetzt mal durchgekämpft. Und bin endlich froh, dass ich halt einen der ikonischsten Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg jetzt auch endlich in Berlin bei den Russen habe. Das war eigentlich von Anfang an mein Ziel, dass ich das Ding haben kann endlich bei den Russen. Und es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit dem Panzer rumzufahren. Aber warum das so ist, schauen wir uns jetzt gleich mal ein bisschen genauer an. Erstmal zur Geschichte, zur ES2. Wie gesagt, jeder sollte den Panzer eigentlich kennen, der ansatzweise mal ein bisschen, ja, Zweite Weltkriegszeug gespielt hat. Wurde damals unter dem Namen IS-122 entwickelt, aka Objekt 240. Und das war im Endeffekt dieselbe Wanne wie bei der IS-85, beziehungsweise die IS-1. Der einzige Unterschied ist quasi, dass er einen neuen Turm gekriegt hat, wegen dieser riesigen Hauptwaffe, die da jetzt drin ist, und zwar die 122mm Kanone. Während die IS-1 damals entwickelt wurde, war es so, die Russen waren recht zufrieden mit der Fahrleistung und der Panzerung. Allerdings waren die halt unzufrieden mit der 85mm Kanone, da musste was Dickeres her. Und als Alternative gab es damals die neu entwickelte D-10T Kanone im Kaliber 100mm oder die A-19 im Kaliber mit 122, die es ja damals schon gab. Die D-10T wäre damals besser gewesen, weil sie eine höhere Durchschlagsleistung gegen Panzerplatten hatte. Wäre aber erst im Frühjahr 1944 in die Massenproduktion gegangen und das hat denen zu lang gedauert. Und da die A-19 nicht wesentlich schlechter war und eine wesentlich bessere Sprengwirkung hatte, entschied man sich damals für eine modifizierte A-19-Kanone, die dann D-25T genannt wurde. Und das ist die, die jetzt letztendlich in der IS-2 zu finden ist. Der Nachteil von der Riesenkanone war halt, dass man ab sofort zweiteilige Munition verwenden musste. Und aus Platzgründen hat man dann nur noch 28 Schuss dabei gehabt in der IS-2. Das ist im Spiel genauso übernommen. Und natürlich hat man halt eine geringe Feuerrate, weil Kaliber 122 ist halt schon mal ein dickes Ding, was da geflogen kommt. Insgesamt wurden dann damals 3475 Stück davon gebaut. Und die IS-2 wurde ja dann später noch weiterentwickelt. Und zwar die Version, die wir jetzt im Spiel haben, ist ja die IS-2 1943. Und da die Panzerung ja dann doch nicht so erfolgreich war gegenüber den deutschen Panzerkanonen, wurde die IS-2 dann nochmal weiterentwickelt zur IS-2 1944. Aber da ich mir ziemlich sicher bin, dass die 1944er noch in Berlin erscheinen wird, wahrscheinlich zusammen mit dem Tiger 2H als Gegenpart bei den Deutschen, da könnte ich eigentlich fast drauf wetten, dass das so kommen wird noch in Berlin. Dann wird die IS-2 1944 dann ein eigenes Video kriegen, weil ich finde es ein bisschen sinnfrei, da jetzt drüber zu reden, über die Version, die wir halt nicht im Spiel haben. Deswegen gucken wir uns die Version an, die wir im Spiel haben, und das ist die von 1943. Der benutzt logischerweise dieselbe Besatzung wie die IS-1. Hat den Vorteil, wenn man die IS-1 ein bisschen gelevelt hat, hat man dann auch schon die 4 Besatzungsmitglieder, statt nur 3 am Anfang. Und bei mir war es jetzt auch so, ich habe jetzt so viel IS-1 gespielt, ich konnte die IS-2 jetzt auch komplett ausbauen. Und dann schauen wir uns das Gerät jetzt mal in-game an. Wie ich schon gesagt habe, Besatzung 4 Personen ist genau wie bei der IS-1. Aber die 4 Personen sollte man dann halt schon haben, wenn man die IS-1 ein bisschen gespielt hat. Vom Geschütz her, ich habe es schon erwähnt, wir haben eine 122 DT-25 Kanone mit 28 Schuss. Die ist halt unterteilt in HE und APHE. Wobei ich gleich sagen kann, bei der IS-2 macht das kaum Unterschied, ob du mit HE schießt oder mit APHE. Wenn du irgendwas triffst, es platzt einfach auseinander, weil das Kaliber einfach so riesig ist. Dann haben wir noch ein 762 DT Maschinengewehr mit 1890 Schuss. Ist genau dasselbe wie in der IS-1. Da, ja, gibt auf jeden Fall bessere Maschinengewehre, aber ist besser als gar nichts zu haben auf jeden Fall. Kann man schon ein bisschen was damit wegholen. Wir haben eine Höchstgeschwindigkeit von 37 km/h. Das ist für einen schweren Panzer eigentlich völlig in Ordnung. Und was auch ein Riesenvorteil ist bei der IS-2, der Rückwärtsgang. Wie gesagt, das Fahrwerk ist dieselbe von der IS-1. Aber mit knapp 15 km/h Rückwärtsgang ist das halt... Jeder Panther würde davon träumen. Also im Rückwärtsgang ist das Ding recht mobil. Vorwärts hat man das Problem, man hat echt Probleme, den Panzer auf der Stelle zu drehen. Sondern man muss immer ein bisschen im Fahrt sein, dann lässt sich, also dass der Panzer sich vernünftig drehen lässt. Aber das ist kein Problem, weil das Ding beschleunigt an sich auch ganz gut. Was man bei der IS-2 direkt sagen muss, was man haben sollte, ist dieser Perk für einen Ladeschützen für 20% schnellere Nachladegeschwindigkeit. Sonst hast du halt echt Probleme. Ich meine, du hast eh schon das Problem, dass jeder Schuss eigentlich sitzen muss, weil erstens hast du nicht viel Munition und eine ewig lange Nachladezeit. Also ich finde, das lässt sich mit dem Perk ganz gut ertragen, die Nachladegeschwindigkeit.
selbst wenn man mal verschießen sollte, weil sobald du, wie ich schon gesagt habe, wenn du was triffst, dann ist es eigentlich zu 99% tot. Aber falls man mal verschießen sollte, lädt das Ding dann doch recht schnell nach mit diesem Perk. Von der Panzerung, wir haben frontal 120mm Wannenpanzerung. Wie gesagt, die Wanne ist dieselbe wie beim ES1. Da habe ich auch noch ein paar Sachen dazu gesagt. Man kann sich das ES1-Video ja einfach mal vorher angucken. Ich kann es mal hier oben verlinken. Und Turmpanzerung haben wir 100mm an der Seite und an der Front. Das ist jetzt tatsächlich nicht so viel. Und man muss die ES2 natürlich auch ein bisschen clever spielen. Also man, nur weil es jetzt eine ES2 ist, braucht man nicht meinen, dass man frontal in einen Tiger 2 reinfährt und meint, dass man den seine Schüsse irgendwie ab kann. Wenn der Tiger 2 dir reinschießt oder der normale Tiger dir reinschießt, dann bist du weg. Da gibt es gar keine Diskussion. Deswegen sollte man das Ding ein bisschen cleverer spielen. Das ganze sowjetische Badass-Mobil wiegt 46 Tonnen. Aber für 46 Tonnen ist das Ding halt noch recht gut manövrierbar. Turmdrehgeschwindigkeit ist jetzt auch nicht so beschissen, wie ich tatsächlich erwartet hatte. Man hat ja aber dieselben Probleme, die ich halt bei der IS-1 schon angesprochen habe. Diese riesen Kommandantenkuppel ist ein riesen Schwachpunkt. Und die Besatzung, die sitzt so eng beieinander. Also wenn eine APHE bei euch reinkommt, dann ist die IS kaputt. Da hat man wenig Überlebenschancen tatsächlich. Deswegen lässt man es nicht so weit kommen. Man sollte den Panzer immer so weit weg, wie es geht, spielen. Also auf höchstmögliche Distanz. Silo Heights ist da ein bestes Beispiel dafür. Weil auf Distanz ist die Panzerung tatsächlich noch ein bisschen was wert. Bei der Wanne gilt dasselbe wie für die ES1. Nicht anwinkeln, weil sonst schießt der eine an deine rosigen Bäckchen. Und dahinter ist direkt das Munitionslager bzw. die Treibstofftanks. Hast du keinen Spaß auf jeden Fall, deswegen immer schön frontal zum Gegner. Am besten stellt ihr euch hinter einen Panzerfrack, der Panzer ist groß genug, um da drüber zu schießen. Was man vermeiden sollte, auf jeden Fall, dass hier einer das Rohr zerschießt, weil das ist bei dem Panzer echt nicht cool. Deswegen, wenn du erwartest, dass ein gegnerischer Panzer auf dich schießt, dann am besten den Turm ein bisschen nach links und rechts bewegen, einfach, dass er dein Rohr nicht trifft und das erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass er an deinem Turm abprallt. Ansonsten, ich habe es gerade eben schon gesagt, die IS-2 kann problemlos jeden anderen deutschen Panzer aus dem Leben ballern. Beim Tiger 2 durch die Frontplatte wird schwierig, aber durch den Turm hast du kein Problem. Und selbst wenn du dem eine HE in den Turm reinknallst, der meistens platzt das Ding einfach auseinander. Alle anderen deutschen Panzer brauchen sich gar keine Gedanken machen. Du schießt einfach irgendwo hin, das Ding platzt. Also da muss man schon ziemlich viel Pech haben, dass da irgendwas abprallt. Und man sieht da, ich habe auch mal ein Short-Video hochgeladen mit der IS-2. Wenn man mit der HE auf Infanterie knallt, du holst Unmengen an Leuten weg, weil das Ding einen Sprengradius des Todes hat. Also wenn du damit in ein Haus reinfeuerst, dann ist das Haus meistens leer. Was halt noch ein Riesenproblem ist bei der IS-2, ich habe es ja immer schon gesagt, bei allen russischen Panzern hat man das Problem, dass man keinen negativen Richtwinkel hat. Ist bei der IS-2 nochmal ein Tick schlimmer, also da hast du erst recht jetzt gar keinen irgendwie gefühlt. Deswegen von einem Hügel runterschießen oder so macht man nicht mit dem Ding. Aber sollte man auch generell nicht machen mit russischen Panzern. Ansonsten das Ding immer schön weit weg aus der Deckung spielen und am besten guckt, dass irgendwas vor euch steht, dass euch niemand in die Backen reinschießt. Wie gesagt, über diese Panzerfracks in Berlin kann man recht gut gerade so drüber gucken und dann wird man auch nicht so schnell gesehen. Klar, diesen riesen Feuerball, der dann vorne rauskommt aus der ES2, den sieht man über die ganze Map und das Ding hört man auch ganz gut, aber wenn man vernünftig gezielt hat, ist das eh kein Problem, weil alles, worauf man schießt, platzt einfach. Das Ding war damals im Zweiten Weltkrieg nicht umsonst das Beste, was die Russen zu bieten hatten. Ich weiß nicht, was ich da noch großartig dazu sagen soll. Wie gesagt, so gut wie jeder wird diesen Panzer kennen. Es ist quasi im Endeffekt ein Counterpart zum Tiger 2. Kann man im Spiel auch ganz gut so benutzen, aber wie gesagt, mit einem Tiger 2 frontal legst du dich am besten nicht an. Und wenn du einen vor dir hast, schieß ihn in den Turm. Also rechts und links in die Backen, neben die Kanone, dann ist der weg. Auch wenn du mit HE schießt, in den meisten Fällen ist der Panzer halt am Arsch. Alle anderen deutschen Panzer könnt ihr komplett egal sein, du knallst die alle aus dem Leben. Einfach gucken, dass man ein bisschen auf Distanz bleibt. Das Gute ist, bei Sprengpaketen oder Bomben oder alles mögliche, was geflogen kommt, da man einen soliden Rückwärtsgang hat mit knapp 15 km/h, kommt man da glücklicherweise manchmal sogar noch weg. Allerdings, wenn Deutsche zu nah an dich rankommen oder so, dann hast du halt auch keine Chance. Panzerfaust dodgen ist halt so ziemlich auch nicht. Und wie gesagt, sobald dich irgendwas durchschlägt, die Besatzung sitzt so nah aneinander, dann bist du halt am Arsch. Und ich glaube, jeder, der den Panzer freigeschaltet hat, der wird ihn auch benutzen. Also es wäre dämlich, das nicht zu tun. Und man kann ja trotzdem noch die Su-85 oder man kann ja noch einen T-34 trotzdem noch mitnehmen als zweiten Slot. Dann hat man auf jeden Fall keine Probleme, weil die IS-2 ist halt nun mal auch ein Riesenprügel und mit dem Ding durch kleine Gassen fahren oder so ist jetzt auch nicht so geil, also da würde ich dann schon T-34 bevorzugen, aber ansonsten, sobald man ein bisschen Platz hat, ich würde vielleicht noch raten, mit dem Panzer je nach Map
wenn du spawnst, würde ich nicht zu weit vom Rearm-Punkt wegfahren. Ich meine, du hast 28 Schuss, das reicht im besten Fall für 28 Panzer. Aber wenn dir doch mal die Munition ausgeht, dann ist es immer blöd, mit dem Ding erstmal umzudrehen und dann irgendwie den Rearm-Punkt wiederzufinden. Deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht zu weit vom Nachmunitionierpunkt wegfährt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, man sollte das Ding eh auf eine möglichst große Distanz spielen, weil die Kanone hat einfach genug Pen, um alles wegzuknallen. Und man muss auch nicht ständig wechseln zwischen HE und APHE. Einfach HE kannst du für Panzer nehmen, für Infanterie kannst du alles aus dem Leben klatschen, ohne Probleme. Dann wär's das jetzt eigentlich auch schon mit der IS-2. Wie gesagt, ich habe dazu nicht mehr viel zu sagen. Jeder, der die Russen in Berlin spielt, für den wird's ein Ziel sein, das Ding irgendwann freizuschalten. Und damit machst du halt nichts kaputt. Das Ding ist halt ein super Panzer. Ich find's immer ein bisschen schade, bei der IS-1 und der IS-2, beim KV-85 war's glaube ich genauso. Man hat hinten im Turm auch ein MG, was man nicht benutzen kann, soweit ich weiß. Das wäre vielleicht noch ganz cool, wenn man das tun könnte. Wenn man dann mit dem Kommandant, du kannst ja die Sicht ändern, wenn man das dann irgendwie benutzen konnte, wäre ganz cool. Und man hat auch das Problem, es ist nicht wie bei der IS-2 1944, dass man oben noch Kommandanten-MG hat. Hat man leider auch nicht. Aber wie gesagt, ich verwette eigentlich mein linkes Ei drauf, dass die IS-2 1944 auch noch ins Spiel kommen wird, genau wie der Tiger 2H. Und wenn nicht Berlin, dann wo dann? Aber wie gesagt, das wird dann ein eigenes Video kriegen irgendwann. Ich denke, das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis das passieren wird. Dann wäre es das erstmal von mir. Ich hoffe, ihr habt einen Eindruck gekriegt zu diesem wunderbaren Panzer, der extrem viel Spaß macht. Ich werde dann auch noch ein bisschen weiter Berlin bis zum Schluss jetzt durchgrinden mit dem Ding, was gar kein Problem sein wird. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Haut rein.